Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes, das in der Predigt ausgelegt wird, ist aufgezeichnet im ersten Korintherbrief des Apostels Paulus im 6. Kapitel. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise den Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Lasst uns beten. Ewiger Gott und Vater, segne uns durch dein Wort. Öffne unsere Ohren und Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, einige unter euch wissen, dass wir im Pfarrhaus seit einigen Jahren eine Wohnung an eine junge Mormonenfamilie vermietet haben. Unser Verhältnis ist trotz der großen Glaubensunterschiede doch sehr harmonisch und freundschaftlich. Und wir sprechen durchaus öfters über das, was uns im Glauben gemeinsam ist, aber eher über das, was uns trennt. Und eines der Themen, das die Heiligen der letzten Tage, so nennen die Mormonen sich selbst, bewegt, ist die Frage des Tempels oder von Tempeln in der Neuzeit. Überall auf der Welt haben die Mormonen Tempel errichtet. Das ist nicht jedes Gemeindehaus oder jede Kapelle, die sie haben, sondern besondere Gebäude. In Deutschland gibt es nur derer zwei. Diese Tempel dienen vereinfacht dazu, das Leben des Mormonengläubigen vor Gott zu heiligen. Und solch ein Tempel ist auch nicht so einfach zugänglich, weil der Tempel vor dem Unheiligen, vor dem Gottlosen bewahrt werden soll. Nicht-Mormonen können einen Tempel nur vor seiner Weihe besuchen, ein Heiliger der letzten Tage nach der Weihe nur mit Hilfe eines Empfehlungsschreibens seines Gemeindeleiters. Wenn ich nun mit Mormonen darüber diskutiere, weisen sie mich darauf hin, dass wir Lutheraner keine Tempel haben und uns so etwas von der heiligen Gegenwart Gottes verloren gehen. Ich gebe gerne zu, dass wir im Sinne des Mormonenglaubens keine Tempel haben und sie auch gar nicht brauchen. Dann aber halte ich fest, dass wir recht verstanden sogar viel mehr Tempel haben. Das löst Verwunderung aus. Und dann zitiere ich halt den ersten Korintherbrief. Und ihr wisst ihr nicht, dass euer Leib
ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist? Und so bezeuge ich, dass jeder recht getaufte und glaubende Christ ein heiliger Tempel Gottes ist. Ja, liebe Schwestern und Brüder, jeder von euch ist ein Tempel Gottes. Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. So bezeugt es der Apostel Paulus mit klaren Worten. Und das heißt andersherum, du bist keine Räuberhöhle, du bist keine Spielhölle, du bist keine Saufkneipe und du bist auch kein Freudenhaus oder gar Bordell. Als Christ bist du eine heilige Wohnung Gottes. Das hast du nicht aus eigener Kraft erworben und gewonnen, sondern das hat dir Gott um Christi willen durch den Heiligen Geist in deiner Taufe zugeeignet. Du bist hineingenommen worden durch deine Taufe in den Tod Christi und in seine herrliche Auferstehung. Der alte, der sündige Mensch, der ist ertränkt und ein neuer, ein heiliger Mensch ist in dir erweckt worden. Und damit bist du befreit, ein neues Leben zur Ehre Gottes und den liebevollen Dienst an deinen Mitmenschen zu führen. Das hört sich gut an. Entspricht das aber auch unserer Lebenswirklichkeit? Wir erfahren es doch immer wieder, dass unser Leben die Maßstäbe Gottes verfehlt. Und wir müssen gar nicht an die groben, an die drastischen Sünden denken, die der Apostel hier aufzählt. Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Lüge, Feigheit im Bekennen, Streitsucht, Übervorteilung anderer, üble Nachrede. Auch solche Verhaltensweisen entsprechen nicht dem Reiche Gottes. Und dennoch können wir auch unter Christen so etwas finden. Warum fallen Christen und warum fallen auch wir immer wieder auf die Sünde rein, wenn wir doch neu geboren, ein Tempel Gottes, sein Heiligtum sind? Wie der Tempel des alten Bundes stellen wir in dieser Welt und Wirklichkeit einen Fremdkörper dar. Mitten in einer Welt, die als solche der Sünde verfallen und dem Untergang geweiht ist, stellt die Kirche Jesu mit ihren Gliedern eine völlig neue Pflanzung dar. Ja, wir sind in gewisser Hinsicht weltfremd. Wir sind schon bereitet für die Lebensbedingungen der kommenden Welt. Dennoch traut oder mutet uns Gott auch zu, uns den Lebensbedingungen dieser alten Welt zu stellen. Und das ist nicht leicht, das ist nicht leicht. Wir können das eben auch schon am alten Tempel Israels und an dem alten Bundesvolk selbst ablesen, dass immer wieder die Neigung besteht, sich den üblichen Lebensbedingungen anzupassen. Es scheint oft leichter zu sein, diesen Weg zu gehen, weil dann die Widerstände anscheinend geringer werden.
Das ist aber auf Dauer gesehen eine Täuschung. Zunächst schafft die Anpassung, der Kompromiss eine gewisse Erleichterung, aber auf Dauer kann es uns vergiften und zerstören. Paulus nimmt ja an unserer Stelle die Unzucht. Im Griechischen steht da Porneia, Luther übersetzt es mit Hurerei im Blick. Typisch würden manche Leute sagen, die Kirche redet ja nur von den Sünden in diesem Bereich. Ja, sie verteufelt die Sexualität sogar. Ja, ich gebe das zu, das ist so geschehen in alten Zeiten. Dass die gute Gabe der Sexualität leicht verteufelt wurde. Das liegt aber auch daran, dass der sachgerechte Umgang mit dieser wunderbaren Gabe gar nicht so einfach ist. Sexualität, eine großartige Gabe des Schöpfers, eine großartige Kraft. Gerade das Großartige, das besonders Gute missbraucht der Teufel gern. Diese Gabe dient dazu, das Leben zu geben, es zu bewahren. Sie soll Mann und Frau in der Ehe erfahren. Dort in der Ehe. Das ist ihr Ort, das ist ihr Platz. Dort entfaltet sie ihren Segen. Aber lösen wir sie aus dieser Umgebung, dann kann sie leicht zerstören und vernichten. Der Besuch bei der Prostituierten, Beschäftigung mit der Pornografie können zu versklavenden Süchten werden. Menschen zerstören so auf Dauer die Beziehungen zum Partner, verlieren auch ihr Geld und am Ende vielleicht sogar sich selbst. Aber das ist nicht nur mit einer missbrauchten Sexualität so. Auch Geiz, Trunks und auch andere Dinge können Menschen ähnlich zerstören. Nun klagen manche, dass bestimmte Neigungen ihnen angeboren vielleicht ganz tief verankert sind. Glücklicherweise ist etwas vererbt. Ja, das kann so sein, dass du eine Last trägst, die eine Erblast ist. Und das ist so, wir leben in einer gefallenen Welt und wir sind auch als Christen nicht davor gefeit, dass wir quasi schicksalsbedingt Krankheit, Tod und allen möglichen Schwächen konfrontiert werden. Wir können manches gar nicht so einfach abschütteln. Und auch gute Appelle helfen nicht. Das heißt aber wiederum nicht, dass wir alles nun hilflos akzeptieren und preisgeben müssen. Wir sind berufen zu kämpfen, wenigstens Widerstand zu leisten. Ich will das allgemein sagen. Grundsätzlich sind alle Menschen sowieso dem Tod geweiht. Ja? Wenn du geboren bist, dann bist du schon gleich dem Tod geweiht. Und tagtäglich kann er den Menschen treffen. Nun könnte man sagen, ja, wenn ich sowieso sterben muss, dann tue ich nichts mehr fürs Leben. Ja? Muss ja sowieso sterben. Vielleicht lieber besser heute, wo ich noch voller Kraft und Energie bin, als wenn ich alt, schwach und völlig hilflos bin. Obwohl jeder natürliche Mensch dem Tod geweiht ist, nimmt doch jeder einigermaßen vernünftig gesunde Mensch den Kampf gegen den Tod und seine widrigen Einflüsse auf. Wie viel mehr sollten wir als die reingewaschenen Kinder Gottes, als seine heiligen Tempel den Kampf wagen? Den Kampf gegen die Sünde, den Tod und das Verderben. Es wird uns nicht immer gelingen, das Heiligtum reinzuhalten.
Wir erweisen uns oft genug als zu schwach. Und auch der frömmste Christ kann zu einer Räuberhöhle, zur Spielhölle, zur Saufkneipe oder gar zum Freudenhaus entarten. Dann ist der heilige Tempel Gottes entweiht. Was dann? Aufgeben? Das Ganze niederreißen? Ein möglicher Weg. Wir können aber auch unseren Herrn bitten, dass er, so wie er einst den Tempel in Jerusalem reinigte, er auch unser Leben von Sünde und Bosheit befreit. In diesem Sinne ermuntert uns auch ein anderer Apostel, nämlich Johannes, ehrlich mit uns selbst zu sein und immer wieder den Neuanfang mit Jesus zu wagen. So schreibt er in seinem ersten Brief: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir sollen dabei nüchtern sein. Manche Sünden werden wir nur schwer bändigen. Und gegen manche Sünde in uns muss ein ganzes Erdenleben gerungen werden. Das mutet Gott uns zu. Darum gibt es auch die Beichte als den Ort, wo wir immer wieder Vergebung erfahren und der Neuaufbruch gewagt werden darf. Das ist der gebotene Weg. Das ist der gebotene Weg. Sünde erkennen, bereuen, neu anfangen. Wenn dagegen selbst christliche Kirchen Beziehungen oder Taten gutheißen, die Gott verworfen hat, und sie sogar segnen, was Gott niemals segnen würde, dann verschafft man den Betroffenen möglicherweise in dieser Zeit und Welt ein gutes Gewissen. Das kann eben auch die ewige Seligkeit verspielt werden. Der Apostel Paulus sagt nicht umsonst, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Darum lasst uns immer wieder bereit sein, uns selbst zu erkennen, umzukehren, damit wir mit Jesus neu beginnen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle unsere Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.